Hallo, herzlich willkommen bei 1000 Beste TV. Wir sind heute nicht auf einem Computerkurs bei der Volkshochschule, sondern auf einem Kurs bei der Volkshochschule zum Thema Data Recording, Fahrzeugtuning, Fahrzeugoptimierung, Fahrzeugentwicklung mit dem Guru im Lande, mit Martin Bauer. Bleibt dran, Mördervideo. Ja, Martin Bauer, hier, wenn wir Computer sehen in der Boxengasse, Laptops, Renngeräte, da wissen wir, Hightech ist angesagt, aber es sind nun mal Hightech-Geräte und ich glaube, für dich ist es ein unverzichtbares Instrument geworden, um ein Fahrzeug, wie soll ich sagen, in der Erstentwicklung, wenn du erstmals ein Fahrzeug wie die ZX-10 2016 voranbringen möchtest, kommst du ja ohne dem gar nicht mehr aus, oder? Genau, also ich komme in erster Linie vom High-End-Rennsport. Wir haben die letzten 10 Jahre eigentlich intensiv mit allen möglichen Systemen gearbeitet. Bei uns in dieser Liga geht es dann irgendwann nicht mehr anders, weil du zu jedem Zeitpunkt wissen möchtest, was macht das Fahrzeug gerade da draußen. Das heißt, ich möchte wissen, wie weit ist es vorne eingefedert, wie weit hinten eingefedert, woraus entstehen die Probleme. Das heißt, dieses Data Recording ist ein sehr gutes Hilfsmittel und gibt eine Unterstützung beim Finden der Lösungen oder zum Lösen der Probleme, die du da draußen hast. Das kann man natürlich auch für alle anderen Sachen sehr gut verwenden, auch im Hobbybereich. Es geht nicht nur um das Motorrad schnell zu machen, man kann auch teilweise den Fahrer schnell machen. Also es gibt da sehr viele Aspekte, wo man dieses System gewinnbringend einsetzen kann. Okay. Ich glaube, ein gutes Beispiel, ein griffiges Beispiel ist ja das Thema ZX-10 2016, grandioses Motorrad, aber war so für die schnelleren Piloten, dass sie den Strich nicht gut erwischt haben, dass sie manchmal in der Kurve weit gegangen ist und da bist du dem Problem hier auf die Schliche gekommen, oder? Ganz genau, also wir haben mit diesem Projekt, wie wir es hier haben, das Tune-Up von der ZX-10 dazu verwendet, auch mit dem System auch wieder zu arbeiten, um auch zu zeigen, was für Möglichkeiten man mit dem System hat. Und dabei sind wir eben sehr schnell auf die Problemzonen der ZX-10 gestoßen. Und das ist ja auch der Sinn der Sache. Also man hat draußen, wenn man auf der Rennstrecke fährt, zwar ein Gefühl, dass ich da ein Problem habe, ich komme da nicht ums Eck, aber warum und wieso ist dann oft schwer zum Verifizieren. Und hierbei helfen diese Systeme enorm, weil ich hier jederzeit sehen kann, welche Position hat das Fahrzeug in Schräglage an dieser Stelle. Wie weit sind wir vorne eingefedert, wie weit hinten. Und dort ist sehr schnell herauskristallisiert, wo eben diese Problemstellen an diesem Fahrzeug sind und dadurch kannst du dann in kürzester Zeit Lösungen aufstellen, fertig machen und dann probieren und somit kommst du in viel größere Schritte vorwärts, als wenn du diese Systeme nicht am Fahrzeug hast. Okay, und was war das dann konkret für ein Parameter bei der ZX-10R, der da jetzt in Schräglage in der Kurvenfahrt nicht perfekt funktioniert hat? Das Problem ist, dass die Gabel, so wie sie in der Serie ausgeliefert wird, ein Setup drinnen hat, was die Front in eine sehr ungünstige Position bringt für enge Radien. Und genau das war der Punkt, dass wir hier jetzt bei diesem Gabelumbau, den wir vorher schon angesprochen haben, jetzt auch geändert haben, dass genau in der Schräglage das Motorrad vorne eine ganz andere Position einnimmt und dadurch ganz andere Radien ermöglicht. Ein weiteres Problem war für den Fahrzeug ja auch, dass es sehr starke Willi-Neigung hat, weil Leistung ist ja genug vorhanden, wie du jetzt schon gemerkt hast da. Und diese gilt es auch auf den Boden zu bringen, um schnell fahren zu können. Und das war auch ein Knackpunkt, den wir hier über die Gabel sehr gut lösen haben können und auch am Data Recording schön zu sehen war. Ja. Okay, Data Recording ist ja nichts anderes, wie ich habe hier GPS-Koordinaten und ich habe hier Dutzende Parameter, die ich mir dann hier in den Diagrammkurven ansehen kann. Und es ist das ja, glaube ich, auch eine wertvolle Geschichte. Du selber kannst ja vermutlich auch ohne Data Recording schon sehr viel vom Gefühl her sagen, wo hapert es, wo haben wir ein Problem, aber Piloten oder deine Kunden im Geschäft jetzt nicht genau wissen, wo eigentlich das Problem ist und dir nicht das Feedback so korrekt geben können, ich glaube, da bist du dann immer auf die Aussagen von denen gar nicht mehr so angewiesen, oder? So ist es. Gerade im Hobbybereich hat man nicht so die Erfahrung als Fahrer, um gleich zu sagen, wo die Probleme sind und woran es da scheitert. Deswegen sind solche Systeme für mich, wenn ich Fahrer betreue, natürlich unheimlich wertvoll, weil ich dadurch viel mehr Informationen rausbekomme. Hier reicht es mir teilweise oft, dass der Fahrer nur sagt, in dem Bereich habe ich das Problem, dass sie von mir aus weit geht oder zu unruhig wird. Und ich habe hier aufgrund der Informationen, der verschiedenen Daten, natürlich ganz andere Informationen zur Verfügung, um Problemlösungen oder Lösungsansätze herausarbeiten zu können. Und das ist natürlich gerade für unerfahrene Piloten ein unheimlich wertvolles Tool, das einem da enorm weiterhelfen kann. Ja. Das heißt, der Kunde, der bei dir jetzt das Fahrzeug dann tunen lässt, optimieren lässt und auch diese
dieses Data Recording verbauen lässt, der selbst muss sich jetzt auf dem Laptop-Zeug da gar nicht so auskennen, sondern in Wahrheit liest er die Daten aus, kann er auch direkt auf der Strecke machen, schickt sie dir per E-Mail und du kannst dann die magischen Hände auflegen, oder? Nicht unbedingt die magischen Hände, aber man braucht schon ein bisschen eine Erfahrung, um diese Daten, mit den Daten was anfangen zu können. Und deshalb braucht sich der Kunde jetzt nicht großartig mit dem Data Recording selbst auseinandersetzen. Kann er natürlich, was natürlich auch Vorteile bringt, wenn er sich selbst damit ein bisschen beschäftigt, ist aber nicht notwendig. Hier geht es eigentlich nur darum, dass ich die Daten zur Verfügung habe, um zu sehen, was macht das Fahrwerk bei seinem Fahrstil zum Beispiel. Ja? Und was müssten wir hier ändern, damit auch er wieder gut klarkommt. Weil wenn ich das Fahrzeug jetzt nur auf meine Bedürfnisse hin abstimme, ist es natürlich oft ein anderer Geschwindigkeitsbereich oder Gewichtszustand im Vergleich zu dem, der dann wirklich drauf sitzen soll am Fahrzeug. Und da hilft dieses System, um hier zu vergleichen, was macht das Fahrwerk jetzt beim Kunden direkt und was müssen wir hier anpassen, damit auch er gut klarkommt. Das heißt, es gibt sehr viele Zusatzinformationen für mich als Fahrwerkstechniker, um hier eine gute Lösung zu finden, dass nicht nur ich damit zurechtkomme, sondern auch der Kunde im Endeffekt. Okay, und dann natürlich letzter Schritt, jetzt haben wir das Fahrzeug perfekt, also auf WM-Niveau. Jetzt hat aber der Fahrer vielleicht da oder dort auch ein Manko. Ich glaube, das ist dann ein bisschen, schonungslos, gnadenlos, wenn man dann die Kurven vielleicht mit deiner Runde überlappt, dann kannst du ja auch Schwächen des Fahrers, nicht nur des Fahrzeugs ermitteln, oder? Genau, also das System ist nicht nur dazu da, das Fahrwerk oder das Fahrzeug an sich zu optimieren, sondern auch den Fahrer selber. Besonders wenn ich mal auf dem Fahrzeug gesessen bin, habe ich eine gute Referenzrunde, so wie wir es jetzt wir zwei auch gemacht haben. Wir können uns das im Nachgang jetzt dann gleich nochmal anschauen. Um auch Schwächen im Fahrstil oder im Fahrbereich auch zu lokalisieren und natürlich zu verbessern. Also das ist nicht nur das System, um das Fahrzeug zu optimieren, sondern auch den Fahrstil und den Fahrer auch. Ja. Da schauen wir sich halt einmal so eine Schwäche, aber eine nicht zu arge Schwäche. Also nicht, dass ich auf das Startziel nicht Vollgas geben habe, sondern eine mittelmäßige Schwäche. Schauen wir uns mal an vielleicht. Ja. Wir werden uns die schonendsten Stellen raussuchen okay, für dich. Ja. Ja, also wir fangen nochmal bei der Grundanalyse an. Dazu haben wir die drei wichtigsten Kanäle hier mal aufgerufen. Wir haben die Drehzahl, wir haben den Speed und wir haben die Drosselklappenstellungen. Mit diesen drei Kanälen ist man grundsätzlich sehr gut in der Lage, den Fahrstil und das Fahrkönnen hier zu sehen und zu verbessern. Diese drei Kanäle sind eigentlich die wichtigsten. Ich bin blau, du bist rot, oder? Blau haben wir da eigentlich gar nicht, das ist nur schwarz und rot. Ja, genau. Und um es nur ein bisschen noch zu erklären, also wir haben hier alle Kanäle zur Verfügung, die das Fahrzeug überhaupt auch in der ECU drinnen zur Verfügung hat, von Traktionskontrolleneingriffe über die Federwegsensoren, die wir für die Fahrwerksabstimmung brauchen, Längsbeschleunigungen, Querbeschleunigungen, alle Temperaturen, also wir können hier sozusagen alle Kanäle uns hier auswählen und uns anzeigen lassen. Der Quickshifter zum Beispiel, hier sehen wir die Spannungsspitzen, die kommen, wenn du schaltest, also hier sehe ich, ob der Quickshifter in Ordnung funktioniert. Wir haben die Spannung, können wir schauen, ob das permanent konstant bleibt, ob wir ein Problem haben mit der Lichtmaschine oder mit der Batterie. Wir haben hier die Traktionskontrolleneingriffe. Hat die jemals geregelt bei mir? Ja, hier haben wir einen Regeleinsatz, wo es auch bei dir mal eingegriffen hat. Ja. Wir haben hier wirklich sehr viele Möglichkeiten, uns Lambda zum Beispiel, Airfuel, somit sehe ich hier gleich, ob wir gute Abstimmung haben. Wenn wir hier abweichen, wenn wir sagen, wir sind ein bisschen zu fett oder zu mager, kann ich hier mit der ECU sofort umprogrammieren und sofort anderes Mapping anfahren und somit haben wir wieder optimale Werte. Also man sieht, man kann in allen Teilbereichen hier wirklich gute Optimierungen vornehmen, ohne jetzt selbst als Fahrer da draußen alles wirklich erkennen zu müssen. Man kann im Nachgang, wenn man Zeit hat, in der Box sehr gut analysieren und darauf dann das Ganze nochmal sich anzuschauen. Kommen wir mal zurück jetzt zur einfachen Betrachtung vom Fahren her. Wir sehen hier die roten und die schwarzen Linien jeweils. Rot ist deine Linie, schwarz ist meine Linie. Wir haben hier heroben nochmal die Drehzahl. Hier ist die Geschwindigkeit, die Vorderradgeschwindigkeit und hier ist die Drosselklappenstellungen. Wir sehen hier, wenn wir mal vorne beginnen, das ist Startziel, hier den Bremspunkt. Wir sehen, dass du natürlich sehr früh schon vom Gas runter. Etwas früher. Also wir sehen dort, wo ich zum Beispiel an die Bremse gehe,
bin ich mit 262 km/h drauf und du hast zu dem Zeitpunkt nur mehr 213. Ja, also das ist ein Unterschied von fast 50 km/h. Das war jetzt das Schonende, oder was? Das war das Schonende jetzt, ja. Nein, man muss auch dazu sagen, du warst natürlich nur ein paar Runden mit dem Fahrzeug unterwegs. Dadurch ist man natürlich vorsichtiger. Okay, ja. Danke Martin. Danke. Aber was vielleicht interessant ist zu sehen, ist, wenn ich jetzt hier mir den vorderen Federweg einblenden lasse, den sehen wir jetzt hier herunter, sehen wir natürlich, dass du, weil du ja viel langsamer in die Kurve reinfährst, viel weniger Federweg vorne benötigst als ich selber. In so einem Fall würde ich schon erkennen, dass wir hier vorne Anpassungen machen könnten, damit es auch dir leichter fällt, weil du die Front nicht so belasten kannst, trotzdem nochmal besser abzubiegen. Ja? Mhm. Also hier, das ist ein gutes Beispiel, wo man sieht, wo unterschiedliche Fahrstile unterschiedliche Fahrabstimmungen oder Fahrwerksabstimmungen bedürfen. Und das sehe ich hier sehr schön. Ja? Also hier, das ist ein sehr markanter Punkt. Ja? Wir schauen dann ein bisschen weiter. Wir gehen dann vielleicht zur Zweierkurve. Das ist eben die, wo es sehr eng und sehr spitz wird. Und da kann man sehr schön erkennen, dass ich den typischen Superbike-Fahrstil fahre und du eher so dieses rundere Fahren hast. Man sieht, du rollst relativ gemütlich rein, rollst mit einer hohen Geschwindigkeit rum und kommst aber recht schlecht raus. Und das ist ein interessanter Punkt. Die meisten Hobbyfahrer sind am Scheitelpunkt nicht viel langsamer als jetzt zum Beispiel ich selber. Also die Scheitelgeschwindigkeit ist von sehr vielen Hobbyfahrern unglaublich hoch. Das ist auch der Grund, warum manche oder relativ viele oft stürzen, obwohl sie in der Rundenzeit oft 10 oder 15 Sekunden langsamer sind. Weil viele fragen sich das, wie gibt es das? Ich fahre 10 Sekunden langsamer oder 15 und fahre trotzdem vom Motorrad. Das ist genau... Da war ich höher in höherer Sturzgefahr als du. Ganz in dem. Genau. Also wenn wir uns das anschauen, ich zoome da ein bisschen rein. Ja, hier haben wir jetzt sehr schön genau diesen Punkt. Ich mache das vielleicht noch ein bisschen größer. Ja. Man sieht hier genau, du bist am Scheitel, um eine Nuance sogar schneller als ich, schaffst es aber dann nicht, den Winkel zu bekommen und musst unheimlich lange warten, bis du wieder Speed aufnehmen kannst. Man sieht es sehr schön an der Drosselklappenöffnung. Also ich gehe da sehr schnell ans Gas und ziehe voll durch bis 100% und du beginnst langsam aufzufahren und schaffst das gar nicht, wirklich voll aufzumachen. Und dadurch kommt dann dieser hohe Geschwindigkeitsunterschied zustande. Und beim Reinfahren dasselbe. Ich fahre sehr spitz rein, kann dadurch sehr hart bremsen, roll bis zum Scheitelpunkt, mache nur kurz den Winkel und öffne wieder auch vollständig. Und man sieht, wenn du die Fläche betrachtest zwischen den zwei Kurven, das ist der Zeitgewinn, den ich rausfahre. Jetzt kommen die Mathematiker zum Zug, oder? Ja, genau. Ich will es nicht zu übermathematisieren, aber man sieht hier, die Differenz zwischen den zwei Kurven, die Fläche darunter, stellt dann den Zeitgewinn von meinem Fahrstil zu deinem Fahrstil dar. Und darum erkennt man, je spitzer man das Ganze bewerkstelligen kann, desto besser oder desto schneller bin ich dann. Ja? Also das ist ein sehr interessanter Punkt, wo man sieht, du bist da richtig flott in der Kurve unterwegs, bist aber teilweise mehr in Sturzgefahr als ich, obwohl du in Summe diesen Sektor deutlich langsamer fährst. Und das sind so interessante Sachen, die man am Data-Recording im Nachgang unheimlich gut lokalisieren kann und nicht nur das Fahrzeug optimiert, sondern auch den Fahrer. Wir können vielleicht noch ein bisschen weiterschauen. Wir haben vorher gesagt, Traktionskontrolleneingriffe können wir uns mal anschauen. Ich blende die kurz einmal ein, wie das ausschaut zwischen deinem Fahrstil und meinem Fahrstil. Man sieht hier natürlich, wo ich viel aggressiver ans Gas gehe und hier teilweise schon 100% Öffnungswinkel habe, beginnt sie bei mir extrem stark zu arbeiten. Ja? Also die Intensität sehe ich an der Höhe dieser Linie und an der Breite dieser Linie, wie stark die Eingriffe sind. Und hier wollte Reifen schonen. Nein, ist eh top. Du bist da sehr materialschonend unterwegs. Das ist für Langstrecke ideal. Ja, genau. Und man sieht hier bei dir ist gar kein Regeleingriff, weil du hier auch noch sehr zaghaft ans Gas gehst. Ne? Und wir können dann ein bisschen mal weiterschauen, ob wir noch was Interessantes finden. Wir sehen hier zum Beispiel auch komplett andere Drehzahl. Ja, du fährst da hier auch in einen Gang tiefer. Wir können uns natürlich auch den Gang anzeigen lassen. Gear. Wir sehen hier schön, dass du in einem viel höheren Gang dann unterwegs bist. Ich schalte dann noch zurück, um auch mehr Beschleunigungskraft zu haben. Das heißt, ich habe hier die Drosselklappe voll geöffnet und das noch mit einem niedrigeren Gang. Somit kann man sich vorstellen, um wie viel mehr Beschleunigung ich aus der Kurve heraus mitnehmen kann im Vergleich zu dir. Also hier sehe ich auch sofort, welchen Gang fährst du, welchen Gang fahre ich. Ja? Also hier wird alles gnadenlos aufgedeckt. Angler-Latein aus dem Fahrerlager gibt es nicht mehr. Ja. Genau. Interessant vielleicht hier noch zu sagen, du kannst ja auch die Willi-Kontrollen verändern. Das hast du auch gemacht. Ja. Mit dem Resultat, dass wenn man so komfortabel im Sattel sitzt wie ich, gar nicht mehr den Vordrieb
umsetzen kann. Deswegen fahre ich auch mit einem höheren Gang. Aber ich glaube, das ist ja auch eine wichtige Erkenntnis. Man verschenkt ja auch Zeit, wenn man schlampig oben sitzt, das Fahrzeug willisiert, kriegt man gnadenlos präsentiert, dass hier der Fahrstil nicht korrekt ist. Ganz genau. Also man kann mit den Fahrhilfen einen sehr kommoden Fahrstil eine Art des Fahrstils pflegen, weil das natürlich schon sehr früh zum Regeln beginnt. Man kann recht schlampig drauf sitzen und trotzdem steigt das nicht weg. Aber wenn es dann darum geht, wirklich auf Zeit zu kommen und schnell zu fahren, hilft einem das nicht unbedingt. Und man muss dann trotzdem sich so auf dem Motorrad platzieren, wie es halt dann auch für die Fahrgeschwindigkeit oder für die maximale Beschleunigung dann auch zuträglich ist. Und man muss dann auch diese Willi-Kontrollen und diese ganzen Kontrollen, die da hinterlegt sind, auch zurücknehmen. Warum? Weil die machen ja nichts anderes, als Leistung wegzunehmen. Leistung wegnehmen bedeutet aber nicht unbedingt, dass man schneller fährt, ja, damit. Wenn man schneller werden muss, muss man schauen, einfach mehr Leistung freigeben zu können und anbringen zu können. Und da helfen einem die Traktionskontrollen dann nicht unbedingt mehr weiter, wenn die zu früh eingreifen. Deswegen, es ist immer ein schmaler Grat. Man muss entscheiden, möchte man diese Fahrhilfen haben, um sicherer unterwegs zu sein, dann muss man die Schwellen sehr tief ansetzen. Oder möchte ich sie wirklich nur als Unterstützung haben und ich möchte wirklich auf schnelle Rundenzeiten losgehen? Da muss ich die Schwellen ganz woanders hinlegen. Bedeutet natürlich, dass ich dann trotzdem teilweise runterfallen kann. Man sieht es auch sehr gut in der MotoGP. Die haben nur wirklich die besten Traktionskontrollen, die es derzeit gibt. Und auch die hüpfen ab und zu vom Motorrad, weil die müssen auch die Traktionskontrollen so weit zurückschrauben, dass die auch wirklich noch die Leistung frei bekommen. Weil wenn das Motorrad einfach nicht mehr vorwärts geht, weil nur mehr die Traktionskontrolle regelt, sind auch die Jungs nicht mehr schnell. Und das ist auch der Grund, warum die besten Traktionssysteme und ABS-Systeme, das gleiche, irgendwo ihre Limits haben, wenn es dann darum geht, wirklich schnell unterwegs sein zu wollen. Das ist natürlich für einen normalen Fahrstil sehr angenehm, weil es überall unterstützend wirkt und man kann schlampig drauf sitzen und man kann beschleunigen und es willisiert nicht etc. Aber wenn es um die Zeit geht, muss man schon schauen, dass man auch diese Bereiche optimiert, die Traktionskontrolleneingriffe reduziert und wirklich nur mehr aufs Notwendige minimalisiert. Und das sieht man hier ganz gut auch, dass es wirklich nur mehr dann regelt, wenn es unbedingt notwendig ist. Du hast es auch gemerkt, sie gibt die, so wie wir es jetzt abgestimmt haben, die ZX-10 gibt sehr viel Leistung frei. Das ermöglicht mir als sehr guten Fahrer natürlich sehr viel von dieser Leistung zu profitieren. Für einen Fahrer, der jetzt vielleicht ein bisschen langsamer unterwegs ist, könnte man diese Schwellen nochmal anders hinlegen, damit sich auch der ein bisschen leichter tut und nicht so diese Angst verspürt, hier diese enorme Leistung immer freisetzen zu lassen. Ja. Ja, ich glaube, die Zuseherinnen und Zuseher haben jetzt natürlich gemerkt, hier sitzt ein Kompetenzzentrum in dem Bereich, aber im Prinzip kann man, wenn man das möchte, für jedermann, nicht nur Grand Prix-Stars, bei dir in dem Geschäft, MB Bike Performance in Niederösterreich, sich so ein weltmeisterliches Motorrad zusammenzimmern lassen. Jetzt ist es so, das kostet ja, ich schätze mal, zwischen 25.000 und 30.000 Euro die Hardware hier. Und damit man das ausnutzen kann, macht es natürlich Sinn, hier dieses Tool zu verwenden. Aber wie viel muss man dann nochmal on top drauflegen, dass man dieses Tool als Software und Hardware und auch den Service genießen kann? Ja. Das hängt natürlich sehr stark davon ab, in welchem Umfang man das Ganze haben möchte. Man kann das sehr modular gestalten. Das Gute ist, dass zum Beispiel solche Systeme, wie wir es hier verbaut haben, mittlerweile sehr kostengünstig geworden sind. Vor 5 bis 7 Jahren waren solche Systeme unheimlich teuer, hat da sehr viel Geld investieren müssen, um sowas überhaupt ins Motorrad anbauen zu können. Mittlerweile liegen wir bei dem System, so wie wir es hier vorliegen haben, so in Größenordnung zwischen 2.000 und 3.000 Euro, was man an Elektronik zusätzlich braucht, inklusive aller Sensoren, Wegsensoren etc. Und dadurch hat man im Endeffekt dann ein vollwertiges Data-Recording-System, was alle Stückchen spielt, so wie wir es eben jetzt hier haben. Und zusätzlich kann man das dann eben noch erweitern über meine Person, dann noch über eine persönliche Betreuung vor Ort, dass wir eben, wie wir es hier gemacht haben, das ist eben das Motorrad vom Thomas Kara, der von Graphics Design, der die Aufkleber natürlich macht auch, der auch das Design vom Motorrad durchgeführt hat. Es wurde von ihm im Auftrag gegeben, das Motorrad eben zu optimieren, mit einem guten Fahrwerk auszustatten, das Fahrwerk zu optimieren und dann ihn selber noch etwas zu betreuen, seitens seinen Fahrkönnen auch. Und deswegen haben wir hier ein sehr gutes Beispiel, wie man das aufziehen kann. Wie viel das im Endeffekt dann kostet, hängt sehr stark davon ab, wie
intensiv die Betreuung auch von meiner Seite sein soll. Das geht von ganz einfachen Anbau von dem System und Fernbetreuung über E-Mail mit Datenschicken bis hin zur wirklichen Betreuung vor Ort auf der Rennstrecke, um das auch direkt auswerten zu können und gleich aktuell am selben Tag noch im Fahrwerk umzusetzen oder andere Tipps noch zu geben. Also das hängt sehr stark jetzt davon ab, wie man das haben möchte. Aber so wie wir es hier durchgeführt haben jetzt und wie du jetzt da damit gefahren bist, ist es ein sehr, sehr professioneller Umgang mit dem System, so wie man es eigentlich im Top-Profisport auch vorfindet. Top-Profis, da stehen wir natürlich drauf bei 1000 PS. Martin Bauer, ich fühle mich geehrt, dass du bei uns warst, hier bei der 1000 PS Grip Party, die sensationellen Möglichkeiten präsentiert hast. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche, Anregungen, Beschwerden habt, postet das hier unten drunter unter dem Video. Der Martin hat nichts zu tun im Geschäft den ganzen Tag, der wird dann all diese Fragen sofort beantworten. Und danke fürs Zuschauen, bis bald.